Hallo und herzlich willkommen bei Mattings Warentest. Heute wollen wir allerlei kurioses iPhone-Zubehör ausprobieren. Anfangen wollen wir dabei mit diesem Teleobjektiv für die iPhone-Kamera, das der Kamera endlich mal einen echten optischen Zoom verleiht. Nun hat die iPhone-Kamera natürlich keinerlei Gewinde, an dem man irgendwas anschrauben könnte. Deshalb braucht man wie so oft eine spezielle Hülle, in die man das iPhone einlegt. Und an diese Hülle schraubt man dann entsprechend das Objektiv. Und da man mit einem 8-fach-Zoom nicht so wirklich gut aus der Hand fotografieren kann, hat der Hersteller auch noch ein Spezialstativ beigelegt. Die Kamera des iPhone 3G, und nur dafür ist ja eine Hülle mitgeliefert, ist nicht unbedingt für ihre Qualität berühmt. Die zusätzliche Optik verschlechtert sie aber auch nicht weiter. Das heißt, sie führt da keine zusätzlichen Verzerrungen ein. Insofern kann man das kleine Teleskop also durchaus für Gelegenheiten empfehlen, wo man sich eben dem Motiv nicht eigenhändig noch weiter nähern kann. iPhone kann man auch in eine Universalfernbedienung verwandeln, die unter anderem Fernseher, Videorekorder und so weiter steuert. Dazu braucht man hier diese Schale von Power A und eine zugehörige Applikation. Die Schale befestigt man einfach am iPhone. Dass man die Schale braucht, liegt daran, dass das iPhone selber keinen leistungsfähigen Infrarotsender hat. Der steckt jetzt hier in dieser Schale drin. Entsprechend dreht auch die App automatisch den Bildschirminhalt so, dass man natürlich nach vorne zielt mit der Fernbedienung, wie es sich gehört. Wenn bei den vorgegebenen Einstellungen mal ein Knopf der Fernbedienung fehlt, der plötzlich nicht mehr erreichbar ist, kann man dem Gerät auch eigene Belegungen beibringen. Zusätzlich kann man hier auch noch Gesten definieren. So kann man dann zum Beispiel, um die Lautstärke zu erhöhen, nach oben mit zwei Fingern sich bewegen oder um sie zu verringern, die zwei Finger nach unten streichen. Auch bei dieser hübschen gelben Ente handelt es sich im näheren Sinn um ein iPhone-Zubehör. Deshalb heißt sie auch iDuck. Sie empfängt Musik per Funk. Außerdem kann sie, wie es sich für eine Ente gehört, auch schwimmen. Ja, die Ente kostet 35 Euro, das Objektiv 40 und die Universalfernbedienung 60 Euro. Der Nutzen ist in allen Fällen einigermaßen begrenzt. Es sind schon Spezialanfertigungen und auch ein iPhone 4 sollte man da nicht unbedingt besitzen. Aber als Geschenk für iPhone-Besitzer ist es doch durchaus zu empfehlen.